Die Vorlesung ist tot, lang lebe die Vorlesung. Das ist eigentlich The King is dead, long live the King. Ne? Da kommt es her. Was will ich erzählen? Ich will einmal erzählen, warum Vorlesungen als solche es nicht wirklich bringen, wie man von da aus zum Flippen kommt, wie die Kollegen hier auch schon angefangen haben. Was es eigentlich mit Videos auf sich hat, warum das auch ein bisschen kritisch ist, auch nur Videos zu veranstalten. Aktivierung ist ein ganz dicker Punkt, da möchte ich viel zu sagen, viel zu zeigen. Gibt es dann auch gleich was zu sehen von Robin? Erst dann möchte ich zu den MOOCs kommen, weil sich herausstellt, dass der Trend bei den MOOCs genau in die Richtung Inverted Classroom geht. Das passt wunderschön zusammen. Und zum Schluss möchte ich noch was zum großen Ganzen sagen, zum Begriff Bildung. Was kann eigentlich Bildung sein? Was sollte Bildung sein? Wir sind da derzeit, glaube ich, sehr kurzsichtig, was das angeht. Ein bisschen sehr auf die Elektrifizierung versteift und haben so ein paar Scheuklappen auf. Von der Vorlesung zum Flippen. Ein MIT-Student hat so ein schönes Gerätchen gebaut, ein Armband, mit dem man den Hautwiderstand messen kann, um festzustellen, wie erregt man gerade so ist, wie aktiv man gerade so ist. Das sind seine Ergebnisse. Sie sehen, die Vorlesung ist so praktisch eine bessere Meditation und alles andere ist deutlich mehr Aktivität als in der Vorlesung. Das ist kein neues Resultat, das wissen wir schon seit Jahrzehnten. Das hier steht bei Feynman in seinen Feynman Lectures vorne drin, dass er auch sagt, Vorlesungen bringen es eigentlich nicht mal Vorlesungen mit Übungen. Und es geht noch weiter zurück. Vygotsky hatte das schon Anfang der 1900er festgestellt. Man sagt es gerne auf Englisch, die Zone of Proximal Development, die Zone der nächsten Entwicklung. Ich bin als Lerner auf irgendeinem Stand von meinem Wissen, von meinem Können, und ohne weitere Hilfe komme ich ein kleines Stückchen weiter. Das habe ich hier mit den orangen Pfeilen anzudeuten versucht. Ich komme allein ein kleines Stückchen weiter. Das ist eigentlich die Situation in der Vorlesung. Da vorne steht jemand und versucht mir irgendwas einzubläuen. Und ich muss sehen, was ich damit veranstalten kann. Mit Unterstützung, Scaffolding heißt das dann so schön auf Englisch, mit Unterstützung kommt man deutlich weiter. Die Frage ist, wie kann man dieses Unterstützen einbauen? Weil es so viel hilfreicher ist als so eine reine Vorlesung. Das ist eine andere Sicht auf das Problem. Die Frau Metzger und Herr Schulmeister, die haben ja sehr viele Studiengänge untersucht, wo die Studentinnen und Studenten dann klitzeklein per mobiler Applikation sagen mussten, jetzt mache ich gerade das, jetzt mache ich mal gerade das. Und dann sieht man eben, im Endeffekt studiert man irgendwas bei 23, 24, 25 Stunden die Woche. Das ist kein Vollzeitjob, das Studium. Und das heißt, irgendwas geht schief. Alle fühlen sich total überlastet, ja, aber wenn man da wirklich nachguckt, wie viel wird gearbeitet an dem Studium, sind da so viele Lücken drin und andere Aktivitäten, dass zum Schluss das übrig bleibt. Das spielt mit in das Problem rein, was wir mit der Vorlesung haben. Was mache ich alleine, wenn ich zu Hause bin? Da habe ich einen Übungszettel, den ich nicht verstehe, ich habe auch keinen, den ich fragen kann, den lege ich erstmal zur Seite. Das wird nicht gut funktionieren. Bücher lesen ging zu meinen Zeiten, ich habe noch sehr viel aus Büchern gelernt, ich bin eher selten in Vorlesungen gewesen, ich habe eigentlich nur aus Büchern gelernt. Das kann ich zumindest meinen Studentinnen und Studenten vor Ort nicht anbieten, das findet nicht statt. Und dann gibt es natürlich die Ablenkung, ich habe es jetzt extra mal animiert, damit klar wird, was Ablenkung bedeutet. Wenn jede Minute oder eher noch im nächsten Fenster eine Botschaft von Facebook hochpoppt oder auf dem Handy ständig von WhatsApp was hochpoppt, dann kann ich einfach nicht länger an einem Stück konzentriert arbeiten. Das ist total schwierig. Und insofern ist das jetzt ein Gedanke, der Inverted Classroom, der Flipped Classroom, wie können wir da mal dran gehen? Wie können wir mehr Konzentration reinbringen und wie können wir weg von dem frontalen Unterricht kommen, der so wenig effektiv ist. Flipped Classroom heißt es gerne an Schulen, Inverted Classroom Model, Flipped Class, tausend verschiedene Begriffe. Gemeint ist, es gibt Videos, hauptsächlich Videos zum Zuhause angucken und dann kommen alle hoffentlich vorbereitet in eine Art Vorlesung rein und die Vorlesung ist keine Vorlesung mehr, sondern ein Seminar, eine Gruppenübung, man arbeitet zusammen. Es steht nicht jemand frontal vorne und erzählt, wie die Welt funktioniert, sondern jede Studentin, jeder Student in der Veranstaltung hat mitzuarbeiten. So sieht das bei mir aus. Anfang des Semesters gibt es eben eine Liste von Videos und Skripten dazu.
und dann ist klar, was zu einem bestimmten Termin dran ist. Das ist die Vorlesung. Es findet keine Vorlesung mehr statt an der Stelle. Der Vorteil ist diese Arbeitsteilung. Als Mensch kann man sehen, was in einer komplexen Aufgabe schief geht. Wenn ich durch die Reihen gehe, kann ich sehen, okay, hier ist mal wieder die Summe unter der Wurzel hergezogen worden und was auch immer. Ich kann sogar persönlich beraten, wenn ich sehe, dass irgendwas ganz schief geht. Der Computer zu Hause, der ist total gut in Standarderklärung. Da kannst du 1000-mal abspulen, wie der Hauptnenner geht. Der kann auch einen Link anbieten, was Wikipedia dazu zu sagen hat. Und vielleicht, da komme ich gleich noch zu, vielleicht auch ein paar Fingerübungen dazu anbieten. Da ist der Computer gut. Die Aufgabe wäre da, eine Arbeitsteilung hinzukriegen. Damit sind wir bei den Videos. Videos sind nach dem derzeitigen Stand das wesentliche Medium im Inverted Classroom oder Flipped Class. Ist ja alles nichts Neues, 1964, das gibt von Microsoft so eine schöne Aktion, die wenigen existenten Vorlesungsaufzeichnungen von Richard Feynman zu elektrifizieren, schön mit Links auszustatten und so ähnliches. Und dann sieht man eben, es hat sich nicht viel getan. Wenn man sich den 64er Feynman anguckt oder den 2012er Susskind, das sieht genauso aus. 2012 ist in Farbe und er ist ein bisschen lockerer gekleidet und ist insgesamt ein bisschen lockerer. Aber was da abgeht in so einem Vorlesungsvideo, gibt es keinen großen Unterschied. Deutlich anders bei Salman Khan. Das war ein Meilenstein 2007, dass er sich hingesetzt hat und gesagt, okay, jetzt erkläre ich mal meinen Verwandten die Grundschulmathematik, nein, nicht ganz, ein bisschen mehr als die Grundschulmathematik, auf total billige Art. Das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Und jetzt hat er eben finanziert von der Gates Foundation und finanziert von Google seine eigene Khan Academy, wo diese Videos plus Übungen, plus Foren und alles Mögliche frei zu kriegen sind. Und er auch Schulexperimente macht. Das ist schon eine andere Art an, wenn man so will, Vorlesungsvideo. Es ist nicht wirklich mehr eine Vorlesung, sondern es ist nur so eine kleine Lehreinheit. Die lässt sich mit minimalem Aufwand produzieren. So sieht das bei mir aus. Ich habe einen Tablet-PC, also wirklich ein klassisches Notebook. Das ist kein iPad und das ist kein Android-Gerät. Ein klassisches Notebook mit Stift. Das gibt es auch schon ein Jahrzehnt lang, ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Dieser Stift funktioniert dann nämlich auch ordentlich. Man hat keinen Knubbel, sondern man kann wirklich sauber schreiben. Dazu USB-Mikro, kostet nicht die Welt. Und dann geht es los mit Bildschirmaufzeichnungen. All das ist auch schon wieder nichts Neues. Donald Knuth hat nicht nur die Informatik erfunden, sondern sozusagen hat auch Khan-Style-Videos erfunden. 1981 sieht man ihn in einem Stanford-Video auf genau diese Art vorführen, wie Tech von innen funktioniert, wie diese verschiedenen Rechtecke ineinander platziert werden. Also auch das hat er auch noch erfunden, diese Art von Video. Sowieso aus der Ecke Silicon Valley 2000, das zum Beispiel Bill Plank, wie er in seiner Veranstaltung zur Mensch-Maschine-Interaktion mit reinen Zeichnungen erklärt, was da Sache ist, live gezeichnet, das ist aus dem Jahr 2000, schon sehr dicht dabei. Was das Schöne an den Khan-Style-Videos ist, KSV heißen die tatsächlich dann auch, im Internet, wenn man sucht, findet man sogar Anleitung von Khan, wie man ein KSV macht, KSV macht, total authentisch. Das ist nicht wie im zweiten deutschen Fernsehen oder sonst wo, wenn Harald Lesch da mit irgendwelchen Klamauk-Geschichten einen Ansatz von Physik erzählt, ohne eine einzige Formel zu geben. Es ist ernst gemeint, ernsthaft, als ob ich jemandem sitze im Restaurant, vor uns liegt eine Papierserviette und darauf wird jetzt erklärt. Es ist kein Gesicht zu sehen, das hier ist von Udacity aus meinem eigenen Kurs, da ist ein bisschen trickreich die Hand drauf gesetzt, dass man zumindest jemanden schreiben sieht, aber es gibt kein Gesicht. Es gibt nicht mal ein Firmenlogo, so die typische deutsche Hochschulpräsentation, da ist ja erstmal unten 200 Pixel reserviert für eine Zeile, in der erstmal steht, von welcher Hochschule das Ganze ist. Total reduziert, kein Ballast, kein 3D-Kram, keine Animationen, handgezeichnete Linien, handgezeichnete Kreise. Bei Salman Khan ist es mehr oder minder ungeschnitten. Ich selbst schneide tatsächlich, wenn ich mich verrechne oder irgendeinen anderen Blödsinn mache und stelle nach 2 Minuten fest, dass es das nicht war, dann schneide ich das tatsächlich raus, weil ich das nervig finde. Ich glaube, Salman Khan nimmt dann einfach neu auf. Die Zeit habe ich nicht, ich schneide tatsächlich, er schneidet nicht.
Diese Udacity-Sachen sind heftigst geschnitten. Also da muss man gucken, was man macht. Original-Kahn ist ungeschnitten. So wie es kommt, so kommt es dann. Spannend an diesen Kahn-Style-Videos ist, ich glaube, das wusste er zu Beginn gar nicht, wenn man sich anguckt, was die Forschung sagt, wie sowas zu funktionieren hat, wie Multimedia zu funktionieren hat, was sage ich, was schreibe ich, wo schreibe ich was hin, wie baue ich das auf, was ist der Umfang, wenn man sich das anguckt, was die Forschung dazu sagt, hier der Richard Meyer ist so der Hauptforscher auf dem Gebiet, wenn man sich das anguckt, stellt man fest, 100% durch die Bank, so muss es sein. Bei mir sieht es dann so aus, dass ich einfach Journal nehme, die Software, die bei Windows seit einigen Zeiten dabei ist, zum Zeichnen. Screen Recorder drauf loslasse. Es ist nicht alles aufgenommen auf dem Video, sondern nur so ein 16:9 Ausschnitt ist aufgenommen. Ich habe ein bisschen Software drumherum gestrickt, dass man zu Beginn die Creative Commons Logos automatisch eingestanzt hat, dass ich da nichts nachstricken muss, dass ich sehen kann, wie lange es schon dauert, dass ich zwischendurch schön pausieren kann und alle im Hörsaal sehen, dass es pausiert ist. Und die Geheimwaffe ist, dass ich mitschreiben kann, wenn irgendein Unsinn passiert ist. Dann schreibe ich einfach einen Zeitmarker mit und weiß dann nachher, ups, da müssen wir nochmal rein. Ich gucke mir das Video nicht mal insgesamt an, das wäre viel zu lang. Wenn ich mir so einen Zeitmarker gesetzt habe, dann gucke ich mal an die Stelle, ob da was zu tun ist. Dafür habe ich so einen Video-Editor, der gar keine Bewegtbilder zeigt, dafür aber die Windows-Spracherkennung benutzt, dass ich sehe, wo ich jeweils bin. Die Wellenform noch ein bisschen aufhübscht und dann hat man das so in 5 Minuten geschnitten, wenn da irgendwas schief gegangen ist. Mehrfach schief gegangen ist. Eine Sache hat man in einer Minute geschnitten. Einfach nur reinklicken, einmal anhören, ob alles da ist und fertig. So ein spezieller Videoeditor dafür, um das schlank zu machen. Ich habe ein bisschen mehr rumexperimentiert. Ich habe auch rumexperimentiert mit sichtbaren Händen. Diese Hand hier, ich wollte das Video jetzt nicht extra aufmachen, kann man auf YouTube auch als Video sehen. Diese Hand hier ist computergrafisch generiert. Der Ärmel ist ein Bild, die Hand ist ein Bild, beides hängt mit inverser Kinematik zusammen, an dem Punkt, mit dem da gerade geschrieben wird. Es sind schon Leute drauf reingefallen. Andere Leute haben es sofort gesehen, also mit dem Auge dafür merkt man, dass das gelogen ist. Das ist die nächste Version davon, ein Bild von der Webcam in den Hintergrund gestellt. Die Hand hier ist erfunden, sieht dann so aus wie von hinten an eine Tafel geschrieben. Es ist aber nur ganz normal auf ein Tablet geschrieben, nur dass noch eine Webcam dabei ist. Kann man machen, mache ich nicht mehr. Man muss sich über die Beleuchtung Gedanken machen, man muss sich darüber Gedanken machen, dass der Hintergrund jetzt ständig derselbe sein muss, sehr konstant derselbe sein muss, um ihn hier auch wieder ausblenden zu können. Ist mir alles viel zu viel Aufwand und bringt im Endeffekt nicht viel von der Didaktik her. Ich bleibe tatsächlich inzwischen bei den ganz nackten Screen Recordings. Auf YouTube, was das Schöne, was so einige Vorteile hat, es ist verlockend, hat auch Konsequenzen, aber erstmal ist es verlockend, dass man zum Beispiel Fehler einfach korrigieren kann, indem man so eine Sprechblase reinsetzt und nicht das ganze Video neu rendern muss. Man ist dann natürlich auf die Plattform YouTube festgenagelt. Die Technische Informationsbibliothek in Hannover, TIB, die möchte jetzt auch noch solche Videos hosten von mir, den habe ich 900 plus X geschickt. Dann hatte ich das Problem, okay, die ganzen Korrekturen und Anmerkungen, die stehen auf YouTube, aber nicht in meinen Videos drin. Also musste ich erst ein Programm schreiben, um diese ganzen Sprechblasen reinzurendern, selbst zu generieren und reinzurendern. Das ist das Problem, wenn man so eine schöne Plattform hat. Plattform nutzt von anderen Leuten. Man ist auch arg drauf festgenagelt und muss dann sehr viel selber stricken, wenn man loskommen will von der Plattform. Android habe ich mal probiert und das dann nach ein paar Wochen wieder sein lassen. Mit den Fingern zu schreiben, mit den Fingern zu zeichnen, geht irgendwie gar nicht. Und mit dem dicken Knubbelstift zu zeichnen und zu schreiben, geht irgendwie auch nicht. Es gibt ja die Android-Tablets, die auch diese Wacom-Technik drinnen haben, etwas vernünftigere Stifte haben. Damit wird es allmählich spannend, dann hat man aber immer noch den relativ kleinen Bildschirm. Habe ich erstmal ad acta gelegt. Ich bleibe derzeit bei dem Tablet-PC und bei den großen Wacom-Bildschirmen mit Stift. Was ich gelernt habe, ist, damit das Ganze effizient wird, sollte man unbedingt vor Publikum aufnehmen. Wenn man zu Hause sitzt, denkt man sich nach einem Satz, na, das geht besser. Und dann denkt man sich, oh, das geht noch besser. Und dann sind 10 Minuten rum und man hat 10 Varianten von dem Satz. Das ist überhaupt keine gute Idee. Unbedingt vor Publikum aufnehmen, habe ich gelernt. Das geht in einem Rutsch, man kann nicht von vorne anfangen. Es ist so, wie es ist und Feierabend und möglichst auch nicht editieren. Wenn ich meine Videos tatsächlich angucken wollen würde,
bräuchte ich ja mehr Stunden dafür, als die Woche an Stunden hat. Das geht gar nicht, alles anzugucken. Es sollte natürlich irgendeine Veranstaltung dann auch tatsächlich abgebildet werden, sodass es wirklich ein Publikum gibt. Und das, was man live macht, frei in die Welt zu stellen, ist eine Überwindung, das gestehe ich. Aber alles andere kostet extrem viel Zeit. Deshalb mache ich es halt so. Was die Effektivität angeht, ich habe meine alten Vorlesungsaufzeichnungen, die sind so, wie sie sind. Und was ich jetzt in den Jahren seitdem mache, in dem Inverted Classroom, sind Aufgaben. Ich stelle Aufgaben, bespreche die mit den Studentinnen und Studenten, gehe durch die Reihen, gucke, was passiert. Und das Schöne ist, dass ich dadurch eine gewisse Erdung habe. Ich habe mir wieder zu Hause dann alles Mögliche ausgedacht, was gehen müsste, theoretisch gehen müsste, und stelle dann fest, nachdem ich die Aufgabe erzählt habe und durch die Reihen gehe, geht gar nicht, irgendwas hängt total, dann kann ich an der Stelle sofort in der Videoaufnahme der Aufgabe sagen, wie man vielleicht vorwärts käme, was die entscheidenden Tipps sind. Das heißt, ich muss nicht erst warten, was gibt es nach 3-4 Tagen an Rückmeldung von den Studentinnen und Studenten, sondern ich habe sofort in der Veranstaltung, bei der Aufnahme direkt Rückmeldung und kann reagieren bei der Aufnahme. Die Aufnahme dann quasi im Takt mit dem, was ich sehe, was geht. Das finde ich sehr hilfreich. Man entfernt sich dann nicht zu weit von dem, was geht. Als Dozent hat man ja doch immer sehr hochtrabende Ideen, was alles gehen müsste, auch transfermäßig. Das bremst mich dann. Videos als solche sind zwar total beliebt und medienwirksam, aber problematisch. Dazu gibt es auch mehr und mehr Forschungsarbeiten. Das hier ist ganz was Frisches. Da hat ein Team mal 2 Sorten an Videovorlesungen gemacht. Einmal mit einer Dozentin, die total sicher ist, frei spricht, alles im Griff hat. Und einmal dieselbe Dozentin von einer anderen Gruppe, die sich am Podium festhält und Satz für Satz abliest. Eine total schlechte Vorlesung. Da käme man bei der studentischen Veranstaltungskritik nur mit schlechten Noten raus. Und das Lustige ist, es wird in beiden Veranstaltungen praktisch gleich viel behalten. Nur bei der guten Veranstaltung, in Anführungszeichen guten Veranstaltung, glauben alle, sie hätten mehr gelernt. Das heißt, es geht voll nach hinten los. Diese sogenannten Star Professors, von denen ist ja bei den MOOCs auch immer die Rede, dass man da jetzt die Stars engagieren muss. Die Star Professors können lustigerweise voll nach hinten losgehen, weil alle glauben, sie haben was gelernt, haben sie aber gar nicht. Da muss man sehr vorsichtig sein. Das geht noch weiter. Von dem Derek Muller, das ist so der Vorreiter, gibt es sehr interessante Studien zu Videos über Physik. Der hat festgestellt, wenn er Kräfte erklärt in einem Video, by the book sozusagen, was sind physikalische Kräfte, wie funktioniert das mit physikalischen Kräften, dann gibt es viele Leute, die glauben, was verstanden zu haben, die sich bestärkt fühlen darin, dass sie das jetzt können. Und man stellt fest, die machen dieselben Fehler wie vorher. Sie haben tatsächlich nichts verstanden. Sie fühlen sich in ihren falschen Vorstellungen bestätigt durch das perfekte Video. Er hat also gelernt, und das hat er dann auch ausprobiert, und das hilft, man muss wirklich ganz explizit Missverständnisse angehen. Man muss wirklich sagen, das könnte man jetzt so verstanden haben, aber, diskutieren wir drüber. Es hilft nicht nur, es hilft nicht nur, den goldenen Weg zu zeigen, man muss auch noch zeigen, was alles schiefgehen kann. Und das wirklich diskutieren. Sonst hat man so einen gegenteiligen Effekt. Und der grundlegende Effekt ist der Dunning-Kruger-Effekt. Wenn jemand auf einem Fachgebiet nicht allzu versiert ist, überschätzt er oder sie sich. Und das ist natürlich genau das Problem, das wir da haben an der Stelle, gerade in den ersten Semestern. Weiß ich wirklich, wie Potenzrechengesetze gehen? Weiß ich wirklich, wie das mit der Parabel und dem Sinus und so weiter funktioniert hat? Je weniger ich darüber weiß, umso mehr glaube ich, ich wüsste es. Also die Selbsteinschätzung ist ein ganz dickes, dickes Problem. Deshalb muss man immer sehr vorsichtig sein mit, wenn da steht, so und so viel tausendmal angeklickt, auch bei meinen eigenen Videos, und so viel Like-Hits. Und was aus Umfragen rauskommt, fand ich toll. Wenn das toll gefunden wird, heißt das nicht, ganz und gar nicht, dass auch was gelernt worden ist. Da muss man sehr vorsichtig sein. Also, ohne dass man wirklich geprüft hat, ob auch was angekommen ist, kann man diese Umfragen und die ganzen Like-Hits nicht ernst nehmen. Das ist ein Teil der Aktivierung. Wie kriegen wir jetzt die Studentinnen und Studenten dazu, auch online ein bisschen tatsächlich drüber nachzudenken, was zu tun? Mit dem Inverted Classroom hat man schon mehr Aktivierung im Hörsaal, aber kriegen wir das jetzt auch online hin? Ich habe diesen ganz billigen Weg.
Ich verteile mein Skript als Lückentext und dann muss dieser Lückentext ausgefüllt werden. Das ist natürlich eine sehr schlichte Möglichkeit. Ganz oldschool, ich habe hier die Namen einfach mal hingeschrieben, wenn jemand nachgucken will, Skinner und Crowder und Keller. Wir sehen, das ist auch schon alles Jahrzehnte, Jahrzehnte, Jahrzehnte alt. Quizze, 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 die helfen tatsächlich. Da sagen heute viele Leute, das ist nun wirklich oldschool und wir sollten es nicht mehr so machen, aber der Witz ist, dass es funktioniert. Für so ganz einfache Sachen, ob es einmal eins ist oder die Potenzrechengesetze, funktioniert es. Und es gibt auch eine neue Studie hier gerade dazu, 2013, wo jemand das in diesem Setting mit Lehrvideos ausprobiert hat. Wenn man in die Lehrvideos Quizzes einstreut, solche Fragen einstreut, bleiben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer viel besser dran, als wenn man das nicht tut. Man packt die Leute mehr. Es wird spielartiger vielleicht. Man kann sich schwerer davon lösen. Man wird viel weniger abgelenkt. Deshalb Quizzes, auch wenn sie so ein bisschen oldschool sind. Dafür gibt es ganz viele Softwareunterstützung. Learning Apps zum Beispiel, ein System, mit dem man solche Quizzes bauen kann. Oder wenn man Videos zusammenbasteln will, in sehr kunstvoller Weise, Mozilla Popcorn. Oder wenn man sein eigenes MOOC, dazu sage ich gleich ja noch was, bauen will, gibt es jetzt neuerdings den Code von Stanford und edX, frei runterladbar. All das gibt es, aber Robin und ich haben uns entschieden, doch was Eigenes zu bauen. Das zeigen wir nun mal, wie das dann aussieht. Ja, danke schön. Ich habe hier ein bisschen eine Software gebastelt und die stelle ich heute vor. Das hier ist ein einfaches Video und im Großen und Ganzen basiert das Ganze, was ich da gebaut habe, darauf, dass man einfach HTML über Videos rendern kann. Hier habe ich einfach mal ein Bild genommen und dann kann man da halt auch Styles drauf anwenden, alles Mögliche, was man halt so aus HTML kennt. So, und das zeige ich euch jetzt ein bisschen. Ein einfaches Beispiel, ein Quiz aus Proportionalität. Ein Kubikmeter Wasser hat welche Masse? Will das jemand beantworten? Ich sage es euch vor, es sind 1000. Ich gebe jetzt aber mal eine falsche Antwort ein. Und dann sehen wir bekommen da Feedback. Und dieses Feedback ist dann auch wieder HTML. Also man kann da Bilder reinmachen, CSS, Links und so weiter, wie man da lustig ist. Die richtige Antwort ist 1000. Es ist auch immer möglich, mehrere Antwortmöglichkeiten anzugeben. Zum Beispiel ist hier 1000 richtig. Ja? Aber auch 1000 ausgeschrieben wäre richtig. So. Geht es weiter, 2 Kubikmeter Wasser haben dann? Richtig, 2000 tippe ich hier mal ein. Hier sehen wir auch direkt schon, dieses Feld wird fokussiert und mit Tab kann ich halt weitergehen. Das ist dazu da, weil wir wollen halt auch so Gamification-Elemente einbauen, zum Beispiel, dass hier so die Zeit abläuft, damit das halt alles ein bisschen flotter geht. Dann drücke ich hier mal Enter, zack, er wertet es aus. Ah, wir sehen hier auch da unten die Icons und so und dass es einen kleinen Sound gibt und so, wenn man richtig ist. Dann das Klicken in das Video. Hier haben wir noch eine Frage. Diese Buttons zum Beispiel hier, die haben natürlich auch solches HTML-Feedback wie alles andere. Da kann auch LaTeX reingerendert werden. Also das hier sind jetzt keine Bilder oder so, sondern das ist LaTeX. Hier nochmal ganz extrem. Und man kann natürlich alles animieren, damit man nicht auf diese Blind Changeness stößt. Also es ändert sich ein bisschen was und keiner kriegt es mit, weil es sich nicht bewegt hat. So, hier das nächste. Stop After habe ich da hingeschrieben, also die Quizzes müssen nicht unbedingt direkt stehen bleiben, sondern das Video kann auch ruhig mal weiterlaufen, während das Quiz schon angezeigt wird. Hier haben wir auch Mehrfachauswahl, bisher hatten wir immer nur Einfachauswahl, also hier kann man so viele auswählen, wie man lustig ist. So. Hier dann auch nochmal das mit dem Klick ins Video, halt auch zu zeigen, wie stark man diese Buttons customizen kann, um das halt anzupassen, dass das auf das eigene Video passt. Local Storage wollte ich euch noch zeigen, also wir haben jetzt hier unten 4 Quizze richtig beantwortet. Wenn ich jetzt einfach mal die Seite neu lade, sehe ich, zack, hier bin ich wieder da, wo ich vorher war. Jetzt geht's noch weiter. Hier noch ein Beispiel, wie extrem man diese Buttons customizen kann und wie man damit halt Sachen basteln kann, die ich selbst so noch nicht gesehen habe. Hier zum Beispiel habe ich mal Geraden gebastelt und man soll die gerade anklicken, die sich nicht als lineare Funktion darstellen lässt. Zack. Ah, und hier haben wir dann jetzt auch die Animation gesehen, was passiert, wenn man alles richtig hat und so.
Skalieren kann man das Ganze, haben wir vielleicht am Anfang schon gesehen. Also das skaliert sich immer schön mit der Größe. Man kann das Ganze einbetten. Hier zum Beispiel haben wir das in unser WordPress eingebettet auf capira.de. Hier sieht man, wie es auf Facebook eingebettet ist. Und ich wollte euch den Embed-Code zeigen. Und da habe ich gesehen, wenn man den Embed-Code auf das Video macht, dann embeddet man einfach ein Video im Video. So. Fand ich ganz witzig. Aber es geht nicht noch ein Video drin. Ist nur eine Spielerei. Es war halt witzig, dass das... Ah ja, Fullscreen geht natürlich auch. Also man kann sich das Ganze auch in Fullscreen angucken. Wie geht's weiter? Das erste ist jetzt erstmal den Editor auszubauen. Der ist schon ganz cool, man kann schon viel damit machen, aber die Usability muss halt auf jeden Fall noch drastisch erhöht werden. Momentan kostet es noch relativ viel Zeit, solche Quizzes zu machen. Das wollen wir lösen, indem wir halt so Template-Funktionen einbauen, also so Vorlagen, dass man schnell das alles zusammenklicken muss. Aber wir wollen immer noch den HTML-Code zugänglich machen, weil wenn man Zugriff auf den HTML-Code da drauf hat, dann kann man halt machen, was man will auf diesem Video. Wenn wir das dann fertig gemacht haben, wollen wir zu Crowdsource-Content übergehen. Das heißt, wir veröffentlichen den Editor und dann ist es jedem möglich, solche Video-Quizzes zu machen. Und worauf wir letztendlich hinaus wollen, ist so ein vernetztes Nachschlagewerk. Also, dass wir ganz viele kleine Einheiten haben, die kleine Sachen erklären, die man dann miteinander per Links vernetzen kann. Da haben wir auch überlegt, solche Redirect-Links zu machen. Also momentan kann ich nur auf ein bestimmtes Video verlinken. Aber man kann den Link noch weiter umbauen, dass ich auf ein bestimmtes Quiz in einem anderen Video verlinken kann oder auf bestimmte 5 Minuten oder 2 Minuten von einem anderen Video. Und wenn ich die gesehen habe, komme ich wieder dahin zurück, wo ich vorher war. Zum Beispiel, also wenn ich jetzt eine Frage falsch beantwortet habe und dann klar ist, ich habe irgendwie die Matrix-Multiplikation noch nicht so ganz verstanden, zeigt mir das System Pop-up an, sagt, hey, guck dir vielleicht die Matrix-Multiplikation an, ich klicke da drauf, das Video zeigt mir eine Minute zur Matrix-Multiplikation und zack, dann komme ich wieder zurück dorthin, wo ich hergekommen bin. Domain-Specific Language, die hat der Tino Steffens gebaut. Das ist im Prinzip Standard-ML nachgebaut, ein bisschen abgeändert, damit man halt mathematische Ausdrücke als Antwort eingeben kann. Bisher wird halt nur ein String abgefragt oder halt ein paar Strings, aber wir wollen halt wirklich auch die Semantik der Mathematik da verstehen. Ein klassisches Beispiel zum Beispiel wäre die Eigenvektoren. Wenn wir fragen, hey, gib einen Eigenvektor dieser Abbildung an, gibt es natürlich unendlich viele richtige Lösungen. Und dafür ist dann halt so eine Domain-Specific Language interessant, die das Ganze dann halt auswerten kann und überprüfen kann, ob das wirklich jetzt richtig war. Kommunikation. Wir wollen natürlich eine Community um das ganze Ding rum bauen. Und dann auch, ganz wichtig ist halt auch so eine Chat-Funktion. Wenn das Ganze mal Traffic hat, wäre es relativ cool, wenn ich mir so ein Video angucke und dann gleichzeitig sehe, wer guckt das noch gerade. Und mich dann auch mit den Leuten unterhalten kann oder zum Beispiel auch, wer ist online, der dieses Video schon mal gemacht hat und besonders gut war und mir eventuell helfen kann. Und wenn ich zum Beispiel so ein Video mache und besonders gut bin, kann mich das System fragen, ob ich Lust habe, in Zukunft als Chatpartner angeboten zu werden für Leute, die es nicht so gut verstanden haben mit. Und eben miteinander lernen. Wir wollen nicht nur auf das Lernen aus der Dose hinaus, sondern wir wollen halt auch Menschen zusammenbringen, auch online, damit sie zusammen lernen können. Die Standalone-Version, wir wollen das generalisieren zu beliebigen Videoplayern. Momentan funktioniert es nur mit allen YouTube-Videos. Wir wollen das auf jeden Fall auch noch auf den HTML5-Player anwenden. Dann ist es auch egal, woher die Videos kommen, ob das lokal gespeichert ist. Und dann kann man das Ganze auch unabhängig vom Internetzugang machen, also dass ich auch im Zug mit schlechter Verbindung lernen kann und so. Dann ist das Ganze auch datenschutzkonform. Also momentan, man hat halt YouTube drin und dann ist man sofort direkt in den Fängen der Krake. Herausforderung. Professor Lovischach hat es eben schon angesprochen, das Pseudo-Learning. Das haben wir hier natürlich auch, also super toll Eye-Candy, bling bling, alles super. Heißt natürlich nicht unbedingt, dass man viel lernt. Ne? Und das ist halt die Gratwanderung, die wir versuchen, dass das Ganze Spaß macht und spielerisch ist, aber trotzdem halt, dass man halt auch wirklich was lernt bei der Sache, weil nur Spaß ist natürlich, geht am Ziel vorbei. Ein ganz großes Thema, was mir immer viel Kopfzerbrechen bereitet, ist eben die systemübergreifende Kompatibilität. Das hat man in der Webentwicklung immer. Auf meinem Rechner funktioniert es, bei ihm funktioniert es nicht, bei dem funktioniert es auch nicht und er hat einen ganz anderen Grund als der und Webentwicklung ist was Schönes. Und die Datenschutzkonformität natürlich ist auch ein großes Thema, habe ich eben schon angesprochen. Unter www.capira.de könnt ihr euch das Ganze angucken, könnt auch gerne Kommentare hinterlassen, wenn ihr mitmachen wollt oder so, sagt gerne Bescheid. So, jetzt komme ich mal vorsichtig zu den MOOCs. Jetzt sind wir eigentlich bei den MOOCs angekommen.
Online-Videos, Quizzes rein, eine Community dazu, MOOCs und, das sage ich gleich, was das sein soll, Wrapped MOOCs. Das ist ja das heiße Thema gerade. Ein etwas unscharfes Thema. Je mehr Leute, je mehr dazu schreiben, desto unschärfer wird das Ganze. Massive Open Online Courses. Massive Kurse mit 1.000, 10.000, vielleicht 100.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die in Anführungszeichen offen sind. Ich sage gleich mehr dazu, sie sind ja nicht wirklich offen, zumindest sind sie halbwegs gratis, je nachdem wie man sie macht. Und für jedermann zugänglich, ohne Abitur. Das erste CMOOC. Inzwischen nennen wir das CMOOC, zu den Zeiten hieß es noch nicht CMOOC, 2008. Connectivism and Connected Knowledge. CMOOC, weil da Connectivism drin steht. Die Idee, dass man vernetzt lernt, dass das Vernetzen ein wesentlicher Teil des Lernens ist. Connectivismus. Deshalb CMOOC. CMOOC heißt, das ist eher sowas wie ein geisteswissenschaftliches Seminar. Ganz viele Leute tragen was zusammen und unterhalten sich drüber. Und diese CMOOCs finden typischerweise quer durch alles statt, was man gerade so im Internet findet. Ob das irgendwelche Social Networks sind, Wikis, immer noch Flickr, Twitter, Lernplattformen, Blogs, was auch immer, alles zusammengebunden, seinerzeit als zentraler Bestandteil RSS. RSS ist ja so ein bisschen etwas aus dem Fokus geraten. Das war das erste CMOOC. Das war spannend für alle Leute, die davon wussten, 2000 plus x Teilnehmer, aber das hat es noch nicht wirklich in die Schlagzeilen gebracht. Das hat es in die Schlagzeilen gebracht, das erste XMOOC. X von wegen Extension Classes, diese Abendklassen der teuren Universitäten. Eigentlich waren das mal Extension Classes irgendwie, unter irgendeiner Nummer, deshalb irgendwo das X her. Inzwischen weiß keiner mehr eigentlich, wo das X herkam. Diese Einführung in die künstliche Intelligenz von Sebastian Thun und Peter Norwig in Stanford war eine ganz andere Hausnummer. Ein klassischer Kurs, richtig mit Vorlesungen und Übungen. Und zum Schluss gibt es einen Schein sozusagen, eine andere Geschichte als so ein geisteswissenschaftliches Seminar. Und eben mit massiv vielen Teilnehmern und mit massiv vielen Leuten, die auch ein Zertifikat zum Schluss gekriegt haben, vollautomatisch dann computer-graded. So kann sowas aussehen. Das sind jetzt Screenshots aus meinem eigenen Udacity MOOC Lernvideos. Auf Udacity sind die recht kurz, 1,49 hier, 2 Minuten, 3 Minuten, aber nicht länger. Dazu Quizzes, ganz viele Quizzes, ein Multiple-Choice-Quiz. In der Hoffnung, dass so ein Multiple-Choice-Quiz schon etwas mehr ist als eine reine Wissensabfrage, sondern Nachdenken verlangt. Programmieraufgaben, automatisch bewertete Programmieraufgaben, die nun wirklich Nachdenken verlangen, das ist echt heftig. Da steckt dann auch sehr viel Zeit drinnen, sowohl beim Produzieren wie auf Seiten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Davon so viel, wie es geht. Das hier ist eine Unit aus diesem Udacity-Kurs und jeder von diesen Punkten hier ist ein Quiz. Also es ist wirklich eine Vorlesung, in Anführungszeichen, vollgepflastert mit solchen Quizzes, mit solchen Aufgaben, um alle bei der Stange zu halten. Und dazu ein Forum, dass man mal fragen kann, ist das hier richtig, ist da was habe ich da nicht verstanden, warum geht das nicht, ist das Quiz kaputt, all sowas auf dem Forum. Und zum Schluss gibt es dann, wenn man dem Computer nachgewiesen hat, dass man so und so viele Aufgaben richtig hatte oder jemand anders das Richtige geklickt hat für einen, wie auch immer, oder wenn man die Antworten nachgeguckt hat im Netz, da gibt es dann zum selber Ausdrucken diese PDF-Datei, die man sich dann an die Wand hängen kann. Das hat also nicht die Qualität eines Hochschulscheins, ist aber etwas, das man zum Beispiel an ein Bewerbungsschreiben dranhängen kann. Von dieser Sorte XMOOC gibt es inzwischen hunderte, das ist so die, wie der Name auch sagt, die zentrale Anlaufstelle. Hunderte geplant, hunderte abgeschlossen, hunderte gerade am Laufen. Ganz viele Leute, die das anbieten. Es hat im Silicon Valley angefangen mit Udacity, das ist dann die Firma von Sebastian Thun, die ja nach diesem AI-MOOC gegründet hat, praktisch gleichzeitig Coursera, zwei Straßen weiter, der derzeit größte Anbieter von MOOCs. EdX auf der anderen Seite des Kontinents, angefangen mit MIT und Harvard, inzwischen auch ganz viele andere Hochschulen dabei. Das sind die Keimzellen und dann geht das jetzt eben, Stanford hat zwei weitere solche Anbieter, dann gibt es die Leute, die Lernplattformen anbieten, Canvas zum Beispiel, und sagen, oh, wir machen das jetzt einfach mal offen und nennen das auch ein MOOC.
Es gibt Leute, die bisher E-Learning angeboten haben und das offen machen und das MOOC to Degree nennen. Auf der europäischen Seite waren wahrscheinlich die Leute in Potsdam die ersten, Hasso Plattner mit OpenHPI. Lüneburg war mit dabei, es gibt Open Course World auch noch mit einigen Kursen. Iversity, da lief ja gerade der Wettbewerb für 10 geförderte MOOCs da in Berlin. Großbritannien hat Future Learn um die Open University herum. In Großbritannien, Amsterdam macht was. Die Spanier und die Portugiesen sind alle fleißig dabei. Open Up Ed ist eine pan-europäische Initiative. Lateinamerika, Australien. Asien ist wahrscheinlich auch sehr viel, aber ich weiß nicht genau, was in Asien stattfindet. Also es gibt ganz viele von diesen Initiativen, das will ich hier rüberbringen an der Stelle. Jeder möchte sich noch irgendwas von dem Kuchen abschneiden, von dem keiner weiß, wie groß er eigentlich ist und wie viel Millionen Dollar er denn tatsächlich umfasst, der Kuchen. Es geht nicht nur um Mathematik und um Naturwissenschaften und insbesondere auch nicht nur um Informatik. Wenn man sich so bei Coursera anguckt, was da alles läuft, das geht inzwischen quer durch den Garten. Der Schwerpunkt liegt natürlich bei Informatik, aber inzwischen, wie gesagt, quer durch den Garten, was die Kurse angeht. Auch vom Niveau her, das ist eine frische Ankündigung von Udacity, ein Computer Science Master als MOOC zusammen mit Georgia Tech und AT&T als Sponsor im Hintergrund. Wird man sehen müssen, wie das wirklich hinkommt, aber da ist wirklich die Ankündigung, okay, wir machen das jetzt mal wirklich auf Masterniveau. Wenn man dann aber den Schein haben will von Georgia Tech und Betreuung haben will, dann zahlt man 7.000 Dollar. Immerhin nur 7.000 Dollar und nicht eine fünfstellige Zahl. Das heiße Diskussionsthema ist immer, wie viele Leute gehen jetzt verloren auf der Strecke? Ganz viele. Es gibt eine schöne Datensammlung an der Stelle im Internet, wo man sich angucken kann, wie viele Leute haben mitgemacht, wie viel Prozent von denen haben es dann auch geschafft. 5%, 4% mal mehr, aber typischerweise bleibt das so bei einigen Prozent. Und dann sagen wir alle, das ist ein großes Drama. Ich finde das kein so großes Drama, weil ich bin nicht in eine fremde Stadt gezogen, um damit zu machen. Ich habe nicht Studiengebühren bezahlt. Ich habe auch vielleicht nur ein einziges Video angeguckt und kaum Zeit investiert. Also diese Zahlen hier finde ich nicht so richtig dramatisch. Damit kann ich total gut leben. Vor allen Dingen werden diese Zahlen aufgeblasen dadurch, dass man sich bei den meisten Providern anmelden muss. Ich kann nicht mal das erste Video angucken, ohne dass ich angemeldet bin. Also melden sich ganz viele Leute an, um ein Video anzugucken und sind dann sofort wieder draußen. Das ist natürlich kein Wunder, wenn ich da nur ein paar Prozent an Leuten habe, die auch wirklich bis zu Ende durchkommen. Was mir mehr Sorgen macht, ist die Qualität des Ganzen. Ich hatte als Titel des Ganzen hergenommen: Die Vorlesung ist tot, lang lebe die Vorlesung. An vielen Stellen sieht man jetzt dieses lange Leben der Vorlesung. Hier zum Beispiel von edX etwas über Justice. Da gibt es eine halbe Stunde Klopfer an Vorlesung und dann irgendwie ein paar Fragen hintendrein. Das finde ich nicht berauschend von der Produktionsqualität. Ich sage zwar, Kanzler-Videos sind klasse, handgemacht, aber da würde ich sagen, ist allmählich die Grenze erreicht, wo man sich überlegen soll, ob man vielleicht doch grafisch ein bisschen das Ganze besser machen könnte. Oder hier ein Satz an PowerPoint-Folien, Stanford, wohlgemerkt, das ist Stanford, ein Satz an PowerPoint-Folien über wissenschaftliches Schreiben. Sehr fragwürdig, wenn man sich dann anguckt, was auf dieser Folie wirklich steht. Das hier sind die Australier. Da kommt dann nach 3 Minuten diese Frage: Adult learners appreciate having the purpose of the session stated at the beginning, false or true. Toll, also das ist wirklich ein Multiple-Choice-Quiz von der schlimmsten Sorte. Das Niveau ist teilweise abgrundtief schlecht. Das Qualitätsniveau von diesen. Sowieso scheint mir insgesamt der Fokus weniger auf einer durchdachten Didaktik zu liegen, als darauf, dass man sagt, wir machen Learning Analytics, wir sammeln mal Daten ein von allen Leuten, die mitmachen, und dann gucken wir uns das am Ende mal an, ob wir irgendwas lernen können, was geht und was nicht geht, für den nächsten Durchgang. Da gibt es inzwischen auch so eine erste Ankündigung. Der zweite Durchgang eines bestehenden MOOCs mit der Ankündigung, wir haben uns die Daten angeguckt und haben es jetzt besser gemacht, ist ein Ansatz. Man muss gucken, ob das wirklich was bringt, quasi in Hindsight dann Didaktik einzubauen. Learning Analytics als solches ist auch wieder datenschutzmäßig ein echtes Drama. Das hier ist ein Zitat von Daphne Koller, einer der Mitgründerinnen von Coursera, die also ziemlich knallhart sagt, dass die wirklich vorhaben, diese Daten, wer welches Quiz wann wie gemacht hat, an Arbeitgeber zu verkaufen.
Das ist schon eine andere Hausnummer, als wenn es zum Schluss einfach nur ein Zeugnis gibt und ich gebe das Zeugnis weiter. Das ist sowieso auch das große Problem, vor dem alle diese Initiativen stehen. Wie wird denn jetzt wirklich Geld damit verdient? Ich verschenke etwas, wie kann ich jetzt Geld damit verdienen? Offensichtlich darf ich es dann nicht mehr verschenken. Die drei großen amerikanischen, Udacity, edX, Coursera, arbeiten mit Community Colleges zusammen, arbeiten mit Nicht-Ivy League Universities zusammen, in denen das dann als Blended Learning fährt. Das ist im Endeffekt Inverted Classroom. Ich nehme das MOOC als Video mit Quizzes drinnen und dann gibt es eine Begleitung an der Hochschule. Inverted Classroom, insofern nichts Neues, aber jetzt eben mit diesen MOOC-Videos. Und das Modell ist, dass dafür bezahlt werden muss. Mehrere Namen dafür inzwischen, Wrapped MOOC, also der erste, den ich gesehen habe, Guided Course, nennt Coursera das in den Vertragsbedingungen, Distributed Flip kam auch noch als Name. Da müssen wir uns noch einigen, wie das ganze Ding dann heißen soll. Aber wie kann man damit plötzlich Geld verdienen? Das Geld verdient man, weil im Kleingedruckten steht, bei Coursera zum Beispiel, diese Kurse sind zwar frei für Privatpersonen, wenn ich aber diesen Kurs anrechnen will an einer Uni oder insbesondere an einer Uni oder einer anderen Hochschule veranstalten will, dann ist das nicht mehr frei, dann wird gefälligst bezahlt. Da steckt der Trick dahinter. Also offen, nicht wirklich. Nicht offen im Sinne von, wie Linux offen ist oder wie die Wikipedia offen ist. Es ist offen im Sinne, man kann als Privatperson einfach mal so mitmachen, aber das ist dann eigentlich nur noch so eine Werbeaktion. Zu dieser Kombination, Inverted Classroom sozusagen mit MOOCs, Blended MOOCs oder MOOC Wrapping, wie man es auch immer nennen mag, gibt es inzwischen die ersten Ergebnisse, mit sehr viel Vorsicht zu genießen, weil natürlich alle diese Leute von ihren Venture Capitalists getrieben werden, endlich mal Geld zu produzieren. Ich will das mit sehr viel Körnchen Salz nehmen, diese Ergebnisse. Also die San Jose State University ist diejenige, die das inzwischen wirklich massiv macht, mit edX und mit Udacity zusammen. In dem einen edX-Kurs sagen die, bei uns kommen jetzt 91% durch, statt bisher 55%. Und für den Udacity-Kurs sagen die, wir schaffen bis zur Prüfung in der Mitte des Semesters, schaffen wir es jetzt 85%. Wobei keiner weiß, was es bisher gewesen ist, wahrscheinlich auch nur 50%. Also es sieht erstmal sehr positiv aus, aber das sind natürlich erste Zahlen und veröffentlicht von den Leuten, die wirklich unter Druck stehen, jetzt endlich mal Geld zu generieren. Diese Studie, auch eine sehr aktuelle Studie, nicht mit MOOCs in diesem Sinne, sondern mit den Materialien einem Statistikkurs von Carnegie Mellon, einem mit relativ aufwendigen Quizzes ausgestatteten Statistikkurs von Carnegie Mellon, der dann auch Blended Learning-mäßig, Inverted Classroom-mäßig begleitet wird. Sehr groß angelegt, Tausende an Studentinnen und Studenten. Ergebnis ist, es tut sich nichts, die lernen mit echtem Unterricht sozusagen, genauso viel wie mit diesem Blended Learning-Modell. Aber man spart ein Drittel oder die Hälfte. So wird allmählich ein Schuh draus. Das wird der Ansatzpunkt sein. Diese Art von Unterricht ist viel billiger. Man muss nicht mehr den Professor, die Professorin bezahlen, die das erzählt, sondern hat die Videos oder irgendwelche anderen Sachen mit eingebauten Übungen. So kommen diese Ersparnisse zustande. Die Stoßrichtung von Coursera ist bisher gewesen, wir nehmen aus jedem Land maximal die 5 besten und aus den USA und Kanada suchen wir uns auch nur die besten Unis. Das ist jüngst gefallen. Jetzt sind 10 State University Systems dabei, zum Beispiel New York ist dabei. Das ist eine neue Geschichte, eine neue Art an Liga, die da aufgemacht werden muss, weil Coursera bisher pausiert hat bei allen Universitäten damit, pausieren gegangen ist, dass sie nur die Besten nehmen. Sie werden das irgendwie unterscheiden müssen. Es muss irgendwo eine extra Abteilung geben demnächst, in dem dann steht, das sind die anderen Kurse von den staatlichen Unis. Ich bin gespannt, wie das aussehen wird. Das Spannende ist dann an der Stelle, dass man solche Kurse dann austauschen kann. Die eine staatliche Uni produziert den Kurs und anderswo wird er eingesetzt werden. Davon sprechen dann einige Beobachter. Blackboard ist ja in den USA, kann man Marktführer sagen, zumindest sehr wichtig auf dem Markt, was solche Learning-Management-Systeme angeht. Und nun scheint Coursera in diesen Markt damit dann einzudringen. Vielleicht ist das dann die Art, wie sie Geld verdienen werden. Man muss das abwarten.
Nochmal zum Abschluss einen Blick auf das große Ganze. Es war am Anfang immer viel von Demokratisierung der Bildung die Rede. Wenn ich sehe, wer bei mir mitmacht, in meinem MOOC, stelle ich fest, Afrika ist nicht gerade so viel. Was kein Wunder ist, man muss überhaupt erstmal einen Internetzugang haben. Und das ist in Afrika, was Bandbreite angeht, nicht so ganz leicht. In Deutschland auf dem Lande ja im Zweifelsfall auch nicht so ganz leicht. Also man muss erst überhaupt mal den technischen Zugang haben. Wer macht dann überhaupt mit? Das sind nicht die üblichen Studentinnen und Studenten. Das sind ältere Lernende und das sind gut gebildete Lernende. Das sind jetzt Zahlen hier von einem anderen MOOC, von meinem eigenen MOOC, weiß ich gar nicht. Diese Zahlen, die sind nie erhoben worden. Und das sieht die Frage nur nach einer E-Mail-Adresse. Das sind extrem gut gebildete Lernende. Das sind nicht die üblichen Erstsemester. Das sind viele promoviert, sehr viele mit Master und noch viel mehr mit Bachelor, die sich das angucken. Insofern Vorsicht mit Demokratisierung der Bildung. Es sind Leute mit gutem Internetzugang, sie sind älter als die üblichen Studentinnen und Studenten und sie sind schon hochschulmäßig gebildet. Das hängt noch damit zusammen mit der Demokratisierung. Deadlines oder keine Deadlines? Die meisten von diesen MOOCs sind mit Deadlines getaktet. Die fangen an einem bestimmten Datum an und hören irgendwann auch wieder auf. Und dann muss man fertig sein, sonst hat man verloren. Das ist gut, wenn man Leute hat, die einfach nicht zu Potte kommen, auf Schieberitis. Und das ist gut, wenn man diese Diskussion im Forum fokussieren will, wenn es in der einen Woche eben nur um lineare Differentialgleichung erster Ordnung gehen soll und um nichts anderes. Das ist gut und ist natürlich aus Sicht von den kommerziellen Anbietern auch total gut, um Medienrummel zu haben, wenn ich sagen kann, hier starten gerade 100.000 Leute. Das sieht besser aus, als wenn ich sagen kann, ja, das lief jetzt über 2 Jahre und zum Schluss haben 100.000 Leute mitgemacht. Ungetaktet ist eigentlich das, was demokratischer wäre, wenn jemand auch noch sein Geld verdienen muss mit dem Hauptberuf, wenn jemand zwischendurch mal Mathematik nachholen muss und wenn ich erreichen will, dass alle Leute es zum Schluss wirklich können und nicht da gerade irgendwie nur so durchhecheln. Aber das Wesentliche bei der Demokratisierung ist für mich dieses hier. Internetzugang und so weiter, alles geschenkt. Man muss überhaupt erstmal das Interesse dafür haben. Was geht mich wirklich an, wenn ich irgendwo in Afrika ein Farmer auf dem Land bin? Dann möchte ich mir jetzt nicht das EdX-MOOC über Justice angucken. Das interessiert mich überhaupt nicht. Die richtigen Themen braucht man erstmal überhaupt dafür. Was brauchen die Leute tatsächlich? Sonst hat man da auch keinen Zugang. Und Self-Stereotyping, wenn man sich so normale Veranstaltungen anguckt oder anguckt, was in der Schule passiert. Es gibt eben die Rabauken aus der letzten Reihe. Das sind die Rabauken aus der letzten Reihe. Die fallen nicht aus der Rolle, sonst bricht für die Welt zusammen. Die fangen jetzt nicht an, 20 MOOCs zu belegen. Das passt nicht ins Bild, ins Rollenbild. Was aber stattfindet, ist eine Demokratisierung der Lehre. Zum Beispiel hier die Marginal Revolution University von 2 Profs von der George Mason University. Oder solche Plattformen wie Udemy. Jeder kann sowas anbieten. Man muss einfach sich hinsetzen und das Material produzieren und dann ganz viele Forumsbeiträge vielleicht beantworten. Im Prinzip kann jetzt jeder damit anfangen. Und Crowdsourcing für Tutorien fand ich auch sehr spannend, dass sich Tutorinnen und Tutoren im Internet quasi jetzt anbieten können. Sagen können, ich unterstütze euch bei diesem Kurs, meldet euch übers Internet. Eine Tutorenbörse im Internet. All das geht einher, ich habe es eben schon angedeutet, mit Deprofessionalisierung. Deprofessionalisierung ist ja eine der Geschichten, die wir derzeit heftigst im Internet sehen. Gerade aktuell diese Mitteilung der Chicago Sun-Times, dass die sagen, brauchen wir eigentlich eine Abteilung mit spezialisierten Fotografen, die nichts anderes machen als zu fotografieren? 30 Leute, die nichts machen als fotografieren, brauchen wir eigentlich nicht, die schmeißen wir raus. Und stattdessen sagen wir den Redakteuren, ihr habt doch ein iPhone, das fotografiert auch. So läuft das inzwischen. Dass man die Profis, lustigerweise Profis, Profs, dass man die Profis rausschmeißt und sagt, wir haben da doch ein paar andere Leute, die machen das mal mit, das geht ja irgendwie. Das ist der Trend, oder Günter Dück hat diesen schönen Begriff dafür, die Bildschirmrückseitenberatung. Alle Jobs, die in Bildschirmrückseitenberatung bestehen, sind extrem gefährdet. Ich gehe auf irgendein Amt, ich gehe jetzt zur Sparkasse und lasse mich beraten, da werde ich Bildschirmrückseiten beraten. Es sitzt jemand und liest vom Bildschirm ab, was er mir anbieten kann. Alle diese Jobs sind extrem gefährdet. Was wird passieren? Das sieht man jetzt in den USA. Man sieht dieses Modell mit dem Blended Learning.
Die Mathematik-Wiederholungsgeschichten, Remedial Courses, diese Nachhilfekurse in Mathematik, die verkauft man an die Community Colleges, die verkauft man an die Universitäten, die nicht gerade Ivy League ist. Und da werden die mit Tutoren betrieben, aber nicht mehr von Professorinnen und Professoren begleitet. Das ist Sparmaßnahme. Und das trifft natürlich an diesen Hochschulen gerade die Studentinnen und Studenten, die sehr viel Betreuung benötigen würden. Das kann total nach hinten losgehen. Und ich glaube, dass wir genau das auch in Deutschland sehen werden an der Stelle. Wenn es darum geht zu sparen, überlegt man sich, na, was ist die Veranstaltung, die keiner machen will? Mathematik für Erstsemester. Und schwupps sitzt da dieses Format drin. Ich würde aber noch größer dran gehen. Das Problem der Technikerinnen und Techniker ist diese Kurzsichtigkeit. Man hat eine Lösung und glaubt, eine Lösung zu haben, und die muss jetzt überall drauf angewendet werden. If all you have is a hammer, everything looks like a nail. Wir haben den Hammer in Form dieser elektronischen Unterstützung und nun sieht jedes Problem für uns aus wie ein Nagel und wir müssen da mit unseren Webanwendungen drauf hämmern. Mosorov hat das auch mit einem schönen Wort Solutionism belegt. Man muss sehr vorsichtig sein. Was ist eigentlich das Problem? Ganz vorne angefangen mit dem Problem. Wir reiten so auf dem Stoff rum. Mathematik-Einführungskurs, quadratische Gleichung. Spannende Frage ist immer, wenn man so rumgeht, würde mich hier auch interessieren, wer hat dieses Jahr eine quadratische Gleichung gelöst? Doch super, gut, aber scheint mir weniger als die Hälfte zu sein. Warum, verflixt noch eins, müssen wir allen Leuten diese quadratische Gleichung einprügeln? Ist das wirklich das, worum es geht? Oder ist das einfach nur Historie? Wir machen das, weil man das halt so macht. Und auf der anderen Seite, wenn man da anguckt, was rauskommt, es ist seit Jahrzehnten bekannt, dass das, was wichtig ist, nicht da ist. Hier das Force Concept Inventory zum Beispiel, 85. Wenn man Physikstudentinnen und Studenten fragt, aus einem Flugzeug fällt eine Bowlingkugel heraus, wie sieht die Bahnkurve der Bowlingkugel aus? Man ist sehr überrascht, was man da als Antwort kriegt. Also die Leute haben alle wunderschön Mechanik und was auch immer gemacht, aber sie können diese einfache Frage nicht beantworten. Das, was wirklich wichtig ist, geht nicht. Es gibt Videointerviews hier von Harvard, 87. Da werden Harvard-Absolventen und Absolventinnen gefragt, wie funktioniert denn das mit den Jahreszeiten? Wo kommen die Jahreszeiten her? Haarsträubend, Harvard-Absolventen, total haarsträubende Antworten. Und dann, es gibt einige wenige Studien dazu, wo wirklich mal geguckt wird, was braucht man im Beruf. Diese hier zum Beispiel von Kent und Noss, wo dann zitiert wird, eigentlich muss man als Ingenieur im Beruf mal hin und wieder quadrieren und eine dritte Potenz bilden. Von Laplace-Transformation redet da keiner. Und ich sehe es bei mir selbst, wir machen im ersten, zweiten Semester Vektoren, Eigenwerte, Differentialgleichungen, Fourier, was auch immer. Und dann muss man im vierten Semester mal einen Dreisatz anwenden und scheitert grandios. Also dieser Stoff, dieses Monstrum an Stoff, was wir da versuchen durchzupeitschen und jetzt dann natürlich computerunterstützt versuchen durchzupeitschen, ist sehr fragwürdig. Da müsste man mal eigentlich drüber nachdenken, wozu ist das eigentlich da, wenn es ja offensichtlich am Ende nicht mehr ankommt. Perkins hat diesen Begriff, Elementitis. Wir unterrichten das in solchen kleinen Atomen, Legosteinchen, und es kommt nie der Zusammenhang. Was wir bräuchten, ist auf jeden Fall so ein übergreifendes Curriculum, dass man eine Geschichte erzählt und nicht nur diese ganzen Bausteine liefert. Noch so eine andere Absurdität, wir müssen das Curriculum durchpeitschen, aber sagen dann, bei der Klausur mit 50% kommt man durch. Ich kann also die Hälfte von dem Stoff doch wieder vergessen haben, der anscheinend doch so wichtig war. Und das macht mir das meiste Kopfzerbrechen, das Bildungsparadox. Wenn alle Mitbewerberinnen und Mitbewerber studiert haben, dann kriege ich den Job nicht, obwohl ich das Studium gar nicht brauche für den Job. Bildungsparadox. Man studiert nur für den Titel, nur für den Wettbewerb, gar nicht wegen der Inhalte. Jetzt kommen wir zu der ganz harten Schiene hier, bei den Soziologen, Pierre Bourdieu, dass man sagt, was ist eigentlich Mathematik? Eigentlich dient Mathematik dazu, den Klassenunterschied zu erhalten. Die Leute in der Mittelschicht schaffen es mit Nachhilfe und durch Betreuung ihrer Kinder, dass das mit der Mathematik klappt. Und die Leute, die schwächer gestellt sind, die haben von vornherein gar keine Chance. Worum geht es die ganze Zeit in der Mathematik eigentlich? Es geht für mich eigentlich in der Mathematik vielleicht um Intelligenz. Gar nicht so sehr um Intelligenz, sondern um Frustrationstoleranz. Ich muss in der Lage sein, tatsächlich mal einen Tag, eine Woche an einem Problem zu sitzen und mich da durchzubeißen. Darum geht es eigentlich.
Durchhaltevermögen. Dazu gibt es auch so ein klassisches Experiment, das Marshmallow-Experiment. Man gibt kleinen Kindern einen Marshmallow und sagt, wenn du den eine Viertelstunde da liegen lässt, kriegst du den zweiten. Und dann guckt man sich an, welches Kind isst den auf sofort und welches Kind ist in der Lage, eine Viertelstunde zu warten. Die Kinder, die eine Viertelstunde warten können, das sind diejenigen, die später im Leben erfolgreich sind. Das ist das, worauf es eigentlich ankommt. Nicht das Ganze, was wir am Stoff haben, quadratische Gleichung, sondern dieses Durchhaltevermögen. Schöner Begriff dafür von Angela Duckworth. Grit, der, was sagt man auf Deutsch am besten, der Biss vielleicht, der Mumm, sich durch etwas durchzubeißen. Darum geht es eigentlich. Wer vermittelt diesen Mumm? Muss der in der Schule vermittelt werden, im Kindergarten vermittelt werden? Geht der in der Schule verloren, im Kindergarten verloren, sind die Eltern verantwortlich? Das ist eigentlich die Baustelle. Die quadratische Gleichung ist zum Schluss irgendwie das, was nachher nicht funktioniert. Aber ich glaube, das hier ist eigentlich die Baustelle, an der man arbeiten müsste. Ich möchte mit etwas Positivem schließen. Man sieht bei diesem Konnektivist-MOOCs, die derzeit insbesondere über Themen gehen wie E-Learning, Lernen im Netz und sowas, dass es tatsächlich möglich ist, ohne Credits, ohne Noten, ohne dass offiziell eine Hochschule dahinter steht, ohne dass man einen Schein kriegt dafür, ohne dass was akkreditiert wird, dass sich Leute zusammenfinden zu einem Thema, im Internet ein paar Wochen lang vernünftig diskutieren, Sachen zusammensuchen, Produkte erzeugen, Dokumentationen erzeugen, ohne irgendwelchen Druck, völlig frei und offen. Jeder kann teilnehmen, der will. Das ist vielleicht eine Möglichkeit, eine Community of Practice, diese Freiheit im Internet zu nutzen. Und ich würde mir hoffen, dass wir diese Freiheit auch mehr in den MINT-Fächern, in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern nutzen würden. Dass wir nicht knallharte Kurse produzieren, sondern dass wir Communities of Practice bilden. Losgelöst von diesen klassischen Strukturen mit diesen festen Vorgaben. Dankeschön. Thank you.